Ja, auch von meiner Seite guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar. Ich freue mich sehr, dass so viele trotz des letzten Debakels von technischer Art wieder zu uns gefunden haben. Mein Name ist Christoph Schramm. Ich leite das Jael-Zentrum für autoimmune Lebererkrankungen. Und um dieses soll es auch im ersten Vortrag dieses Morgens gehen. Vielleicht ein bisschen ein trockener Vortrag, aber ich möchte Ihnen die Strukturen näher bringen, wie wir für Ihre Versorgung hier in Hamburg bieten und auch die Strukturen, die die Europäische Union in den letzten Jahren etabliert hat zur Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen. Wir sind sicherlich eines der größten Zentren für autoimmune Lebererkrankungen weltweit. Wir bieten tägliche Sprechstunden hier in Hamburg an und versorgen weit über 1600 Menschen, die von autoimmunen Lebererkrankungen betroffen sind. Darüber hinaus sind wir sehr aktiv in der Gemeinschaft der Experten zu diesen Erkrankungen. Wir koordinieren Leitlinien, haben die erste deutschsprachige Leitlinie zu diesem Thema mitkoordiniert und auch auf europäischer Ebene die Leitlinie zur autoimmunen Hepatitis, aber auch andere mitkoordiniert. Wir betreiben darüber hinaus sehr aktiv Forschung, um die Behandlung und auch die Diagnostik dieser Erkrankungen zu verbessern. Wir bieten die Teilnahme an klinischen Studien an, die von der Pharmaindustrie durchgeführt werden. Aktuell 6 verschiedene Studien zu autoimmunen Lebererkrankungen. Aber wir sind darüber hinaus auch sehr aktiv in eigener Forschung, in der Grundlagenforschung und dem, was man translationale Forschung nennt, also der Übertragung von Grundlagenerkenntnisse in die Klinik und in die andere Richtung. Und diese Forschung wird aktiv auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Wir sind dafür auf Ihre Mithilfe angewiesen und das kennen diejenigen, die bei uns in Behandlung sind. Wir bitten Sie immer mal wieder um zusätzliche Blutproben für unsere Forschung. Wir haben von Ihnen versucht, die Einwilligung zu bekommen, dass wir Ihre klinischen Daten, aber auch eben diese Bioproben speichern dürfen zu Forschungszwecken im Rahmen einer Biobank. Und das ist ganz essentiell für uns. Und deswegen möchte ich mich auch bei all denjenigen ganz herzlich bedanken, die das immer wieder mitmachen. Und was neu ist, und das haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, wir erheben jetzt einmal im Jahr mit einem Standard-Fragebogen Beschwerden und Marker der Lebensqualität von Ihnen. Das ist vielleicht etwas nervig, weil das einige Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Aber es ist ganz wichtig herauszufinden, welche Faktoren die Lebensqualität von Menschen mit autoimmunen Lebererkrankungen beeinflussen, beeinträchtigen, damit wir diese in Zukunft auch günstig beeinflussen können. Es hat sich noch eine andere Sache geändert, mit denen wir diejenigen von Ihnen, die bei uns in Betreuung sind, genervt haben in den letzten Monaten. Das ist die neue Versorgungsform nach der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, abgekürzt ASV. Da haben wir Ihnen so ein buntes Papier ausgehändigt, was Sie freundlicherweise dann auch unterschrieben haben. Und hierfür brauchen wir einen extra Überweisungsschein von Ihrem Hausarzt, damit wir unsere Leistungen auch adäquat mit den Krankenkassen abrechnen können. Wir sind ein stetig wechselndes, aber wie ich finde, großartiges Team an jüngeren und erfahreneren Kolleginnen und Kollegen. Wir bereiten Patienten Informationen vor. Wir nehmen an Seminaren wie diesem teil. Wir lassen uns von Ihnen auch beraten. Wir haben einen Patientenbeirat, der von Professor Klusen geleitet wird und an dem Sie auch gerne aktiv mitarbeiten können. Wenn Sie hier Interesse haben, kontaktieren Sie mich gerne am UKE. Wir haben außerdem einen guten Kontakt mit der Deutschen Leberhilfe, die auch dieses Seminar mitbeworben hat. Vielen Dank dafür. Das ist unsere Kontakt-E-Mail-Adresse. Die meisten von Ihnen werden sie kennen. Wir wissen, dass wir über die Telefonnummer derzeit nicht besonders gut erreichbar sind. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Hier sind wir daran zu arbeiten, dass wir in Zukunft besser erreichbar sein werden. Die Jael-Stiftung mit dem Stifter Professor Lohse
fördert unsere Arbeit seit vielen Jahren und an dieser Stelle auch herzlichen Dank dafür. Auf der Homepage der JAL-Stiftung, die Sie hier sehen, finden Sie Informationen zu den Erkrankungen und Sie können auch Informationen finden, wie Sie vielleicht an die Stiftung auch spenden können, um unsere Arbeit zu unterstützen. Jetzt komme ich zur größeren Ebene, zur europäischen Ebene. Das, was wir in Hamburg versuchen, unterstützt auch die Europäische Kommission auf großer Ebene, nämlich die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern. Deswegen hat die Europäische Kommission vor 5 Jahren die sogenannten europäischen Referenznetzwerke für seltene Erkrankungen gegründet. Und wir in Hamburg haben das Privileg, das Referenznetzwerk für seltene Lebererkrankungen zu koordinieren unter dem Koordinator und Leiter Ansgar Lohse. Wir sind eines von 24 Netzwerken, die fast alle Bereiche seltener Erkrankungen abdecken. Und unsere Mission, unser Ziel ist es, die medizinische Versorgung von Patienten mit seltenen Lebererkrankungen über alle europäischen Staaten in der Zukunft zu verbessern. Wir haben mittlerweile über 50 aktive Mitglieder in diesem Netzwerk und einige Partner über Gesamteuropa verteilt. Und zusammen arbeiten wir im Bereich der Kindermedizin, der Erwachsenenmedizin, im Bereich der Übergangsphase, der Transition zwischen Kindheit zum Erwachsensein, um auch in diesen vulnerablen Phasen der Entwicklung die Versorgung zu verbessern. Wir veranstalten Fortbildungen, wir fördern den Austausch zwischen den Expertenzentren, wir arbeiten an neuen Leitlinien, aber wir bilden auch Netzwerke, um die Forschung in diesen Bereichen in der Zukunft zu verstärken. Und ganz wichtig und ein ganz großes Plus dieser Netzwerke ist die sehr aktive Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Patienten und der Patientenorganisationen, etwas, was in der Vergangenheit sicherlich zu kurz gekommen war. Ein wichtiges Tool, ein Instrument, um die Versorgung von Menschen mit seltenen Lebererkrankungen zu verbessern, ist die Möglichkeit, online andere Experten in anderen europäischen Zentren zu konsultieren und schwierige Erkrankungsgeschichten und Probleme zu diskutieren und dann auch an die behandelnden Ärzte eine Therapieempfehlung zurückzuspielen. Dies wird unterstützt durch ein fantastisches Team von jungen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in Hamburg, aber auch in Holland und darüber hinaus. Wir führen, und auch das kennen einige von Ihnen, ein Register zu neu erkrankten Patienten, nicht nur mit autoimmunen Lebererkrankungen, aber auch mit anderen seltenen Erkrankungen. Und Sie können hier sehen, dass wir in den letzten 5 Jahren über 1200 Patienten einschließen konnten. Das sind alles Patienten, deren Diagnose ganz frisch war, sodass wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Jahre eine Datenbank generieren können, die eine sehr, sehr hohe Qualität hat und die uns auch in der Versorgungsqualität dieser Erkrankungen weiterbringt. Informationen zu diesem Netzwerk und auch wichtige Informationen für Sie als Patientinnen und Patienten finden Sie auf der Homepage des EAN Rare Liver. Wir bieten dort aktuelle Informationen, zum Beispiel auch zu Covid oder zu den Impfungen gegen Covid. Wir bieten ein Forum für Krankenpflegerinnen und Pfleger, die sich spezialisieren auf diese Erkrankungen. Und wir bieten natürlich Informationen, die sehr aktuell sind, zu den Erkrankungen, nicht nur auf Deutsch, sondern auch in verschiedenen anderen europäischen Sprachen und auch im Rahmen von kurzen Videos. Und damit beende ich diese kurze Einführung in die Strukturen der Versorgung und stehe gerne für Fragen noch im Anschluss zur Verfügung.